Jette, Kind. Mein Kind kam am 7. Januar 1992 auf die Welt. Ich war so glücklich. Schon am 8. Januar wusste ich nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Alles, was ich besaß, meine Dokumente eingeschlossen, war mit meiner Wohnung verbrannt. Ich konnte nicht beweisen, wer ich war. Ein Arzt kam gestern kurz vorbei, um nach mir und dem Kind zu sehen. In seinem Bericht schrieb er, die Mutter existiert, aber auch wieder nicht. Sie gebar, aber auch wieder nicht. Die beiden sind wohl auf, aber sie existieren offiziell nicht. Die Mutter besitzt keine Dokumente und es gibt niemanden, der ihr eine Geburtsurkunde erstellen könnte. Er gab mir das Papier zur Unterschrift. Ich lächelte ihn frech an. Wie soll ich unterschreiben, wenn ich nicht existiere? Er lachte zurück. Unterschreiben Sie mit Ihrem Künstlernamen. Ich unterschrieb das Papier als Julia Roberts. Er lachte. Und wie heißt der Junge? Richard Gere, wie denn sonst? Er grinste und sagte dann, Hauptsache das Kind, ich meine Richard, ist am Leben. Offiziell existieren kann er auch später. Hauptsache er überlebt das Ganze hier. Leben kann er auch später. Ah ja, überleben. Hier. Er gab mir eine Packung Babynahrung und eine Wundsalbe. Und auf beiden klebte ein UNICEF-Sticker.